zu unserem Webinar zum Thema Bitmap zur Vektorumwandlung. Wir werden unter anderem folgende Themen heute besprechen. Wir werden uns anschauen, wie Bildauflösung, Farbtiefe, Farbmodus und so weiter sich auf die Vektorqualität auswirken kann und wie wir die Bilder so vorbereiten können, dass das Endergebnis besser wird. Oftmals wollen wir ein Bild einfach vektorisieren, um eine Schneidelinie für einen Plotter zu legen. Das Glättenwerkzeug leistet hier Großartiges, wenn es darum geht, den Umriss zu verfeinern und natürlich um Knoten zu reduzieren. Haben Sie gewusst, dass es ganz einfach ist, in PowerTrace gleich die Farbpalette zu wechseln, zum Beispiel von RGB nach CMYK, die Farbe einzelner Objekte in einem komplexen Design zu ändern und eine angepasste Palette anzulegen? Wie wir alle wissen, ist es sehr schwierig, ein gutes Ergebnis zu erhalten, wenn man Schriften aus einem Bitmap vektorisieren möchte. Es ist in der Regel viel besser, die Originalschrift zu verwenden, wenn man den Namen kennt. Und ist dies nicht der Fall, können wir What the Font benutzen, um eine Schriftanalyse durchzuführen. Wir wollen auch anschauen, wie wir die Qualität eines nicht guten Bildes vor der Vektorisierung verbessern können. Hierzu werden wir zwei Features miteinander vergleichen. Bild neu aufbauen und das in Corel Photo Paint erhaltene PhotoZoom Pro 3 Plugin. Und zu guter Letzt wollen wir zwei Bitmaps anschauen, die normalerweise große Probleme bei der Vektorisierung hervorrufen und die dann beide in Vektordesigns von hoher Qualität umwandeln. So, lass uns beginnen. Wir fangen mit einem einfachen Bild an, wo wir diese Möwe in ein Vektorlogo umwandeln wollen. Und unser Logo bekommt dann eine Umrisslinie, damit es in einen Plotter geschickt werden kann. Bevor wir das Bild in PowerTrace bearbeiten, werden wir es zuerst beschneiden, da es keinen Sinn hat, Zeit zu verschwenden und das ganze Bild umzuwandeln, wenn wir nur einen kleinen Ausschnitt brauchen. Jetzt doppelklicken. Unser Bild ist selektiert und wir klicken jetzt auf Bitmap vektorisieren. Unter Umriss vektorisieren stehen uns 6 Qualitätsstufen zur Auswahl. Strichgrafik wird meistens benutzt, um eine Skizze oder Blaupause zu digitalisieren. Bild niedriger oder Bild hoher Qualität erzeugt Vektorgrafiken, die fast fotorealistisch sind und sehr viele Objekte und Farben enthalten. Aber um Logos zu erstellen oder einfache Objekte für Schnittlinien zu bekommen, werden wir heute nur mit den Stufen Logo, detailliertes Logo und Clipart arbeiten. Da ich in diesem Fall ein schlichtes Logo erstellen will, reicht es aus, wenn wir mit Logo anfangen. Wir sehen hier, dass die Einstellung Hintergrund entfernen standardmäßig aktiv ist. Ich habe auch die Option gewählt, um das Originalbild hinterher zu löschen. Aber da der Bildhintergrund aus verschiedenen Blautönen besteht, kann PowerTrace sich nicht entscheiden, welches Blau genau entfernt werden sollte. Darum wählen wir jetzt Farbe angeben. Mit der Shift-Taste gedrückt, nehmen wir die Pipette und klicken auf die Farben, die entfernt werden müssen. Wir sind jetzt in diesem Fall fertig. Da ich meine Vektorobjekte nur dazu benutzen werde, um einen Umriss zu erzeugen und mehr nicht, kann ich jetzt auf OK klicken. Das Originalbild ist gelöscht und ich werde jetzt einen Umriss um die gruppierte Vektorobjekte legen. Wir gehen zu Objekt, Formen, Begrenzung. Und hier haben wir unseren Umriss, der aber sicherlich etwas nachgearbeitet werden muss. Ich werde den Umriss gelb färben,
damit wir die Knotenpunkte besser sehen können. Ich möchte zunächst hineinzoomen, damit ich meinen Umriss besser beurteilen kann. Und ich sehe schon einige unschöne Ecken und Kanten, die ich unbedingt entfernen will. Jetzt kommt das großartige Glättenwerkzeug ins Spiel. Das Glättenwerkzeug hat nur zwei Einstellungen: Spitzengröße und Rate oder Stärke des Effekts. Spitzengröße kann durch Festhalten der Shift-Taste geändert werden und die Stärke durch Festhalten der Alt-Taste. Wir brauchen jetzt nur über den Umriss zu streichen, um etliche Knotenpunkte zu entfernen. Und schon sieht es viel besser aus. Ich gehe jetzt schnell noch einmal herum. Umso weniger Knotenpunkte wir haben, umso einfacher wird es zum Plotten. Ich belasse es jetzt so. Und hier haben wir unser Möwenlogo fertig. In unserem zweiten Fall haben wir es mit einem sehr detailreichen Bild zu tun. In diesem Fall möchte ich die Details und viele der Farben behalten, weil ich es vielleicht auf einem T-Shirt drucken will. Aber lassen Sie uns zuerst das Bild etwas näher anschauen. Wir haben es hier mit vielen ähnlichen Farbtönen zu tun und wenn ich näher einzoome, sehe ich, dass ich viele Farbverläufe und zum Teil sehr unregelmäßige Umrisslinien habe. Aus diesem Grund werde ich nun die Vektorisierungsstufe Detailliertes Logo verwenden. Die Bildauflösung wird automatisch reduziert. Um die weiße Farbe auch von innerhalb des Kreises zu entfernen, aktiviere ich jetzt die Option Farbe aus ganzem Bild entfernen. Jetzt ist es Zeit, uns Überlegungen über die Farben zu machen. Ich klicke auf den Karteireiter Farben. Da ich mit einem JPEG arbeite, ist mein Farbmodus zuerst natürlich RGB. Ich sehe auch, dass ich 64 Farben habe. Aber jetzt wird es Zeit zum Überlegen, in welchem Farbmodus ich eigentlich arbeiten will. Ich wähle jetzt die richtige Palette aus. Erstellen uns die Prozessfarben sowie die Schmuckfarbenpaletten zur Verfügung. Aber ich wechsle zuerst zu CMYK. Ich bin jetzt bei 48 Farben, aber es sind mir immer noch zu viele und ich möchte sie reduzieren. Ich werde damit anfangen, indem ich ähnliche Farben zusammenlege oder mische. Ich drücke die Steuerungstaste und selektiere die Farben, die gemischt werden sollten. Jetzt habe ich meine Farben auf 7 reduziert. Als nächstes wollen wir die Farben selbst verändern. Ich wähle eine Farbe aus, die verändert werden soll und klicke auf Bearbeiten. Mir stehen verschiedene Optionen zur Auswahl, aber ich bleibe bei Modelle. Ich könnte auch jetzt diese Farbkombination als angepasste Farbpalette abspeichern, damit mir diese Farben auch in Zukunft bereitstehen. Aber wir klicken vorerst auf OK. Als nächstes möchte ich den Kreis entfernen, also klicke ich zuerst auf Gruppierung von Objekten aufheben. Ich könnte, wie vorhin, eine Umrisslinie um die Vektorobjekte legen.
oder wie in diesem Fall eine neue Farbkombination erstellen. Ich öffne hierzu das Andockfenster Farbstile. Nicht jede Farbkombination sieht gut auf verschiedenen Hintergründen aus. Und darum möchte ich jetzt ein paar Variationen anlegen. Ich ziehe jetzt die gesamte Design in den unteren Bereich des Farbstilfensters. Ich bekomme jetzt eine Anzahl von Farbgruppen vorgeschlagen, aber ich möchte wenige haben. Ich habe auch die Möglichkeit, im Farbstil-Andockfenster selbst die Farbe anders zuzuordnen. Ich brauche jetzt nur noch eine Farbharmoniegruppe auswählen und kann jetzt im Farbrad eine andere Farbkombination nehmen. Es ist wirklich so einfach jetzt, nicht nur sehr detaillierte Bitmaps zu vektorisieren, aber auch blitzschnell verschiedene Farbdesigns. Unser drittes Design zeigt ein Bitmap von sehr hoher Auflösung und sehr viel Detail. Da wir in diesem Fall so viel Detail wie möglich beibehalten möchten, wähle ich jetzt die Vektorisierungsstufe Clipart. Ich klicke nochmals auf Farbe aus ganzem Bild entfernen. Bevor ich die Farben reduziere, möchte ich zuerst überprüfen, ob ich genug Detail bekommen habe. Darum klicke ich zuerst auf das Zoom-Werkzeug. Ich kann hier schon sehen, dass einige Details fehlen. Darum benutze ich jetzt den Detailschieberegler, um mehr Detail zu erhalten. Bedenken Sie aber, dass umso mehr Detail man hineinbringt, umso mehr Farben und Knotenpunkte erhält man. Darum benutze ich diesen Regler nur, wenn ich wirklich viel Detail benötige. Die Glättung- und Kantenglättungsregler bewirken das Gegenteil. Sie glätten Unebenheiten, indem sie Knoten reduzieren. Als nächstes möchte ich alle Farben reduzieren, also klicke ich nochmals auf Farben. Ich halte die Steuerungstaste fest und mische die Grautöne. Ich möchte jetzt die eine Farbe in RGB-Schwarz umwandeln. Und hier ist das Ergebnis. Ich möchte jetzt mein Design verfeinern, indem ich einige Bereiche mit Farbe ausfülle. Dazu gebrauche ich das Werkzeug Intelligente Füllung, das in der Lage ist, sich überlappende Bereiche zu füllen. Ich wähle die Option Kein Umriss und als Füllfarbe nehme ich RGB Schwarz. Ich beginne in die Leerräume zu klicken, um neue Objekte zu erzeugen. Ich kann natürlich jederzeit die Farbe ändern. In unserem nächsten Szenario bin ich gefragt worden, Text zu vektorisieren. Da das Bild aber von schlechter Qualität ist, wird das Ergebnis nicht gut. Die bessere Lösung in dem Fall ist, die Schrift zu identifizieren und zu benutzen. Dazu benutze ich das What the Font Feature, das wir unter dem Textmenü finden können. Mein Cursor wird sich in eine Zielscheibe verwandeln, die ich dann um meinen Text herumziehe. Ein Klick und schon geht CorelDRAW online, um nach der richtigen Schrift zu suchen. Es muss zunächst überprüft werden, ob die Buchstaben richtig erkannt wurden. Und falls nicht, können wir selbst korrigieren.
Wo eine Buchstabe in zwei Teile getrennt wurde, zieht man beide Hälften einfach wieder zusammen. Wir erhalten einige Vorschläge und können entscheiden, ob die Schrift dabei ist oder wenn nicht, eine sehr ähnliche angeboten wird. Wir können nun nach einer Schrift mit Hilfe von Corel Connect suchen. Um Corel Connect zu starten, klicke ich auf Anwendung starten. Ich kann den Namen einer ähnlichen Schrift direkt hier eingeben und auf Suchen klicken. Oder ich öffne eines der Schriftenordner in Inhaltezentrale. Und habe ich meine Schrift gefunden, kann ich diese direkt von Corel Connect heraus installieren. Um meinen Systemschriftenordner mit in die Suche einbeziehen zu können, könnte ich es auch hier in bevorzugte Ordner ziehen, wo eine Verknüpfung dann angelegt wird. Corel Connect bevorzugt eine dunkle Schrift auf hellem Hintergrund. Hat man aber eine ungewöhnliche Farbkombination, wie hier zum Beispiel, kann es unter Umständen Probleme geben. Aber wir wissen uns zu helfen. Ich zeichne schnell ein Rechteck und öffne das Andockfenster Linse. Ich konvertiere mein Rechteck in eine Linse, welches die Farben umkehrt. Und ich habe wieder eine dunklere Schrift auf hellem Hintergrund. Wir wollen jetzt unseren ersten Problemfall anschauen. Die Balletttänzerin weist einige Bereiche auf, wo es sehr schwierig wird, ein gutes Vektorisierungsergebnis zu bekommen. Unser Ziel ist es, ein Design zu bekommen, das wenige Objekte mit festen Farben aufweist. Aber da das Bild Transparenzen, Haartexturen und viele Hautschattierungen hat, bekommt man durch PowerTrace eine Gruppe von Vektorobjekten, die nur sehr schwer zu korrigieren sind. Wir werden jetzt eine Auswahl an heute bereits verwendeten Werkzeugen vornehmen, um ein optimiertes Vektordesign zu erstellen. Das Andockfenster Objektmanager spielt hier eine wichtige Rolle. Ich beginne damit, dass ich mein Bild dupliziere, indem ich das Bild selektiere und auf die Plus-Taste im numerischen Tastaturbereich klicke. Mit einem Rechtsklick sperre ich das untere Bild, da ich es nur als Template benutzen möchte. Das obere Bild wird jetzt in PowerTrace vektorisiert. Als nächstes erstelle ich eine Umrisslinie um die Vektorobjekte herum. Ist das geschehen, benenne ich den Umriss um, damit es leichter zu sehen ist, und lösche die Vektorobjekte wieder. Es bleibt jetzt mein Originalbild und der Umriss übrig. Als nächstes nehme ich eines meiner Zeichenwerkzeuge und zeichne eine Linie um einen Bereich herum, hier das Gesicht. Ich nehme das intelligente Füllwerkzeug und setze die Option auf Kein Umriss. Ich nehme die Pipette, um die Hautfarbe zu erfassen, und klicke in den eingegrenzten Bereich. Ich brauche nur im Objektmanager das Gesichtsobjekt unterhalb des Umrisses zu ziehen und dann die Zusatzlinie löschen. Wir wiederholen den Vorgang mit den Haaren.
So erstellen wir Bereich für Bereich neue Objekte. Sind alle Objekte fertig, kann das Originalbild entsperrt und gelöscht werden. Das intelligente Füllwerkzeug kann übrigens sehr nützlich sein, wenn es darum geht, Umrisslinien innerhalb von Text anzulegen. Mit dem Formwerkzeug schließen wir zuerst die Lücke zwischen dem C und O. Jetzt legen wir eine äußere Begrenzungslinie an. Ich werde es etwas breiter machen, damit es besser zu sehen ist. Jetzt mit dem intelligente Füllwerkzeug stelle ich die Umrisseigenschaften ein und wähle keine Füllung. Ich brauche nur noch in die Leerräume zu klicken und wir sind fertig. In unserem nächsten Beispiel wollen wir ein Bild anschauen, das beim ersten Hinsehen einfach zu vektorisieren sein sollte. Aber das Vektorisierungsergebnis rechts weist viele unregelmäßige Objekte auf, die einiges an Nachbearbeitung brauchen werden. Der Grund dafür ist, dass Bilder mit einer Farbtiefe von 24 Bit bis zu 16 Millionen Farben haben können. Und in diesem Fall haben wir es sicherlich mit Tausenden von Brautönen zu tun. Was dazu führt, dass wir diese unschönen Objekte bekommen. Wir werden das Bild in Graustufen umwandeln und dabei von 24 auf 8-Bit Farbtiefe reduzieren und haben damit die Farben auf maximal 256 reduziert. In Powertrace werden wir sofort den Unterschied sehen können. Wir sehen sofort, dass wir hier viel weniger Objekte haben. Ich brauche jetzt nur die Farben zusammenlegen, um noch weniger Objekte zu bekommen. Vergleichen wir jetzt den Graustufenvektor mit dem Original, merken wir sofort, dass es viel einfacher wird, dieses zu bearbeiten. Ich brauche nur die Gruppierung aufzuheben und kann dann mittels unserer Glättungs- und Formwerkzeuge den Umriss nachbessern. Wenn man ein Bitmap vektorisiert, muss man oft eine Entscheidung treffen, ob man eine höhere Auflösung beibehält und dann mehr Objekte und Knotenpunkte hat. Manchmal kann es besser sein, die Auflösung zu reduzieren und dabei weniger Objekte und Farben zu bekommen. Aber hier wäre dann sicherlich mehr Nachbearbeitung notwendig. In diesem Beispiel habe ich ein Bild mit 300 und ein Bild mit 72 dpi. Das Bild mit 300 dpi weist viel mehr Detail auf als das Bild mit 72 dpi. Aber welches gibt das bessere Vektorisierungsergebnis? Das Bild mit 300 dpi hat sehr viele kleine Objekte produziert, aber das Bild mit 72 dpi viel weniger und größere Objekte. Am Ende muss man selbst entscheiden, welche Auflösung den Zweck am besten erfüllt. Es gibt natürlich auch Situationen, wo ein Bitmap von einer so niedrigen Auflösung ist, dass es fast unbrauchbar ist. Hier haben wir drei identische Bitmaps und wir werden sehen, wie man am besten diese aufbessern kann. Im zweiten Fall werde ich probieren, die Auflösung unter Bitmap neu aufbauen zu erhöhen. Und hier ist das Ergebnis. Es ist etwas besser, aber immer noch nicht perfekt. Für das dritte Bild werden wir das kostenlose Plugin PhotoZoom Pro 3 benutzen, das in Corel Photo Paint enthalten ist. Ich klicke auf Bitmap bearbeiten, um das Bild in Photo Paint zu öffnen. In Corel Photo Paint gehe ich zur Datei, Exportieren für PhotoZoom Pro 3.
Benutzen Sie PhotoZoom zum ersten Mal, müssen Sie sich registrieren und bekommen dann einen Freischaltcode zugeschickt. Ich werde auch hier die Auflösung auf 600 dpi erhöhen. Und hier sehen wir das Ergebnis im Vorschaufenster. Ich speichere das Bild neu ab. Ich habe hier das alte Bild mit meinem im PhotoZoom bearbeiteten Bild ersetzt. Lassen Sie uns jetzt beide Bilder vergleichen. Ich werde es jetzt spiegeln, damit wir identische Bereiche vergleichen können. Das PhotoZoom-Ergebnis ist viel besser und wird sicherlich ein besseres Resultat bringen, wenn wir es durch PowerTrace schicken. Besonders wenn es darum geht, Bilder von Logos zu vektorisieren, umso klarer der Bildinhalt, desto besser das Endergebnis, wenn man das Bild durch PowerTrace schickt. Wenn man ein Bild als JPEG abspeichert, gibt es zwei Einstellungen, die zum Bildrauschen und damit verbundenen unsaubere Vektorobjekte führen können. JPEG-Komprimierung und Anti-Aliasing. Hier habe ich ein Beispiel von einem Bild, das eigentlich aus drei Objekten mit drei Farben besteht. Anti-Aliasing bedeutet, dass den Kanten zusätzliche ausgleichende Farbpixel hinzugefügt werden. Ohne Anti-Aliasing haben wir nur die drei ursprünglichen Farben. Wenn man ein Bild als JPEG abspeichert, kann man Anti-Aliasing deaktivieren und die Qualität auf 100% erhöhen, um das Bildrauschen durch die Komprimierung zu unterdrücken. Für das Ende unserer Tutorials habe ich ein Bild gewählt, das eigentlich als nicht brauchbar gilt, wenn es darum geht, das Bild in eine saubere Vektorgrafik umzuwandeln. Es handelt sich um ein Bild, eine Stickerei, und dieses sollte nun in ein Logo umgewandelt werden. Aber wie man hier sieht, ist das Resultat ein Design, das aus Dutzenden Objekten besteht. So lass uns an die Arbeit gehen. Ich fange damit an, indem ich alle Objekte selektiere und eine Begrenzungslinie erstelle. Die Vektorobjekte können jetzt gelöscht werden. Schritt 2. Wir benutzen das Glättenwerkzeug, um den Umriss zu verfeinern. Größe und Rate kann in der Eigenschaftsleiste angepasst werden. Einzelne Knotenpunkte werden mit dem Formwerkzeug korrigiert. Mit dem Hilfsmittel Freihand werden jetzt die Haare nachgezeichnet. Und mit dem intelligenten Füllwerkzeug mit Farbe gefüllt. Die gezeichnete Linie kann jetzt entfernt werden. Wir zeichnen weiter. Und jetzt fügen wir die Gesichtsfarbe hinzu.
und hier habe ich weiter nachgezeichnet. Augen und Wangen bestehen aus einfachen Ellipsen. Andere Elemente wurden mit dem Hilfsmittel Freihand hinzugefügt. Ich hoffe, dass Ihnen unser Tutorial über Vektorisierung gefallen hat und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.